Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Moneymaker. Lange, lange ist es her, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Und es ist jetzt auch schon relativ lange her, wo die letzte Folge überhaupt online gekommen ist. So. Und meine Mine ist wieder eingestürzt. Das heißt, ich muss mir eine Spitzhacke kaufen für unnötig viel Kohle. Ich muss jetzt meine Mine hier wieder freiräumen. Zack. Und jetzt kann auch schon wieder gearbeitet werden. Ich habe ein bisschen Geld gefarmt. Ich weiß nicht, ob es reicht für alles, was ich in der letzten Folge erwähnt hatte. Aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall uns den nächsten Arbeitsplatz freischalten können. Und das Geröll entfernen, das eine fucking Stunde dauert. Eine fucking Stunde. Egal. So, wir tun den Arbeit da rein. So, ich habe gesagt, wir schaffen es den auf 500. Schaffen wir es? Ah, hab ein bisschen geflunkert. 404. Aber 404 ist, finde ich, auch relativ okay. Ich aktiviere mal alle Effekte. So, wie viel Prozent bist du ausgelastet mittlerweile? 33%? 50%. 50% ist okay. Geht besser, aber das wird jetzt so nach oben schellen. Oh, ich habe eine neue Aufgabe abgeschlossen. So, rechts seht ihr es auch schon. Es wird immer knapper zwischen Produktion und Lorentransport. Das heißt, es wird bald mal wieder Zeit, dass ich meine Lore upgrade. So, Effekt aktivieren. Hier tun wir auch den Effekt aktivieren. Und wie viel ist hier? Da hast du 83% voll. Zu 38% gefüllt. Ja, da steht's auch. Im Moment ist der Lorentransport Mangel, weil ich alle Effekte aktiviert habe. Das heißt, ich muss den Lorentransport upgraden. Geht es schon? Ja, einmal verbessern kann ich ihn. Ja, jetzt müsste es nämlich wieder funktionieren. Eigentlich. 178B ist da drin. Also, ich habe eine Aufgabe abgeschlossen. Und zwar für 3 Punkte. Was ist die andere? Habe einen aktuellen Boost von 40% und kaufe einen Minenarbeiter. Okay. Oh, ups. Ich kaufe einen Minenarbeiter. Ich habe nicht genug Geld. 1,7T. Aber die wollen mich doch verarschen. Und den Booster bekomme ich auch gerade zu hin. Da aktiviere ich einfach 41% Booster. Jawohl. Wie sieht es hier aus? 15 von 20. So, hier bin ich ganz gut dabei tatsächlich. Ja. 30. Verbessere insgesamt 2000 Level. Habe ich 1150. Aktiviere 25 Booster, aktiviere 40 Effekte. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Ups, zack, zack. Zack. Fast geschafft. Und tun wir den dann noch. Jawohl. Und jetzt tun wir hier, keine Ahnung, so einen rein. Nee, das ist eigentlich dumm. Ich tue den da rein. So. Und wir haben 40 Punkte bekommen. Das heißt, wir haben die erste Stufe geschafft. Zack, easy. Dann kaufen wir jetzt einen Minenarbeiter. Jawollo. Easy, nochmal 3 Punkte gecashed. Und wir haben wieder 2,4T jetzt dadurch. Und haben einen Booster bekommen. Wir haben jetzt einmal 40% für 15 Minuten und einmal 40% für 2 Stunden. 61 für 1 Stunde und 61 für 30 Minuten. Ich habe irgendwie noch kein einziges Mal einen Booster über 300%, glaube ich, gefunden. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin. Ich habe gedacht, ich finde so höhere Booster, Booster. höhere Booster öfters. Aber was soll man machen, ne?
Was ist denn eigentlich hier drin? Aber habe ich auch noch nie reingeguckt. Macht der hier? Der dreht das Gold. Was passiert hier? Oh. Hier kommt das Gold dann raus. Passiert nichts. Nö. Passiert hier irgendwas? Nö, da. Mann, schade. Okay, hier wird das Gold dann geschmiedet. Hier wird's wegtransportiert. In schätzungsweise das Lager hier. Ja, hier oben drauf fliegt auch ein Gold. Ey, das ist geil, wie das so inszeniert ist. Freigeschaltet ab 12 Minenarbeiter. Wie viel haben wir denn? 10. Oha. Wir sind gar nicht mal so weit entfernt vor der Goldspur, weil die haben wir ja noch gar nicht. Ja, 54 Minuten noch. Ist etwas dunkel, oder? Kann man nicht erbauen. Nochmal 3 Level verbessern. Oh, kacke. Die Produktion ist viel besser mittlerweile als der Lorentransport wieder. Ich muss wieder ein bisschen Lorentransport machen. So, aber ich werde ein bisschen jetzt in die Farming-Höhle gehen. Alter, was ist denn hier los? Okay, ich würde sagen, dass der Server gecrashed ist. Als ob, was war denn jetzt los? Hä? Okay, das war gerade komisch. Lag das an mir? Ich glaube aber nicht, weil viele dann wieder von vorne angefangen haben. Ist gerade einfach wieder mal der Gommes-Server kurz gecrashed hier drauf? Hm. Das ist ja schon mal passiert, dass in der Mining-Höhle aber gar nichts ging. Dass es so rumgeleckt hat, dass man nichts machen konnte. Also, du hast einen Block abgebaut und dieser Block war dann weg. Aber du hast kein Geld bekommen oder sowas. Also, das war mega komisch. So, ich bekomme mittlerweile 11 B. Pro abgebauten, oh, 13 sogar manchmal. Das ist echt gut. Ich habe auch gar nicht so lange Zeit, was aufzunehmen. Deswegen gucke ich öfters mal so auf die Aufnahme, weil ich jetzt gleich wieder einen Termin habe. Ah, ein 20% Booster. Für 15 Minuten. Ein lauchiger Booster halt, ne? Aber, hey, immerhin 20%. Ich werde zunächst auch erstmal keine Booster ausgeben oder sowas, sondern ich werde die alle sparen, dann irgendwann eine Folge machen, wo ich so richtig viele Booster auf einmal einsetze. Wo ich dann relativ irgendwie, oh, noch ein 40% Booster für 45 Minuten. Wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, 1000% oder sowas habe, das wäre geil. Aber da wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis das soweit ist. Dafür muss ich mal ein bisschen krassere Booster finden. So, mal das Maximum, was man hier finden kann, ist, glaube ich, 500%. Aber den habe ich noch nie gefunden. Mein höchstes war ja, wie gesagt, auf 300%. Aber das war mehr wie Luck. Das ist mir, glaube ich, sogar gar nicht aufgefallen, dass ich den bekommen habe. Das ist mir dann erst aufgefallen, wo ich ihn dann in meinem Inventar gesehen habe. Sonst hätte ich mich viel mehr gefreut. Oh, meine Nase juckt die ganze Zeit, Alter. Die hat richtig Probleme. So, schleichen wir uns hier vorbei. So. Bald wird übrigens, auch wenn alles nach Plan verläuft, ein neues Minecraft-Projekt starten. Mit einem Freund oder vielleicht auch mehreren Freunden, da bin ich mir noch nicht sicher. Noch vor der Weihnachtszeit, bis zur Weihnachtszeit, also vielleicht so, keine Ahnung, bis zum 24. oder so wird dann dieses Projekt laufen. Es wird ein Standard-Minecraft-Projekt sein. Vielleicht einfach, wo wir nur eine Welt
gehen und halt einfach Minecraft spielen, alle zusammen. Oder irgendwas anderes. Da lasst ihr euch aber überraschen. Weil, das weiß ich selber noch nicht so genau. Aber es ist was in Planung, auf jeden Fall. So, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Wir haben jetzt gleich ein Level schon wieder. Dann sind wir Spitzhacken-Level 33. Wir sind Ranking Top 35 im Moment. Das ist richtig krass. Weil es mittlerweile ja relativ viele Spieler spielen. Das Moneymaker. Ich habe es ja eigentlich relativ früh, glaube ich, sogar angefangen zu spielen. Und war auch relativ einer der Ersten, der es auf YouTube gebracht hat. Also ich war nicht der Erste. Aber ich glaube, es haben nicht viele YouTuber vor mir Moneymaker auf YouTube gebracht. Wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest nicht viele von den YouTubern, die ich kenne und ich gucke und so. Aber wir haben das neue Spitzhackenlevel erreicht. Ich werde zu meiner Mine gehen. Wir haben 4T. Perfekt. Das werde ich direkt in meine Lore ballern. Bisschen. Zack, hier. Machen wir ein paar Mal verbessern. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen verbessern. So. Perfekt. Jo, dann mehr habe ich eigentlich gar nicht. Da hat mein Cutter dieses Mal ja gar nicht so viel zu tun. Er muss keine Cuts irgendwo machen. So wirklich. Wo er dann irgendwie ein Zeitraffer einblenden muss oder so, weil ich einfach die ganze Zeit gelabert habe mit euch. Ey, wie entspannt der das die Folge hat. Aufgaben sind auch ganz gut mittlerweile. Oh, meine ganzen Effekte fallen gerade aus, ey. Egal, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder rein, wenn ich wieder Moneymaker spiele. Oder irgendwas anderes, aber immer noch Essen da. Sorry, übrigens wird das Essen da, aber egal. Ja, bis zum nächsten Mal. So, ciao, ciao. Stay cool.